Der Depot Homestyle Talk, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir nehmen euch heute mit ins Grüne und machen ein gemütliches Picknick. Aber ganz wichtig, mit Glam. Depot, der Homestyle Talk mit Jennifer Kneble. Bei mir ist die liebe Nadine Mutiwalla. Ihr kennt sie vielleicht schon aus den vorherigen Folgen. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo, wie schön hier zu sein. Auf jeden Fall. Schön, dass du wieder bei uns bist. Nadine ist Stylistin für alle, die sie nicht kennen, Unternehmerin, Mama und ganz wichtig, Nadine, du hast ein unfassbares Auge und ein Händchen für alles, was mit Interior zu tun hat. Und wir machen ja heute ein Picknick, haben wir gesagt, aber kein normales Picknick, sondern Picknick mit Glam. Und das wäre dann ein Glamnick, ganz einfach. Ein Glamnick. Super, ne? So, wir machen ein Glamnick heute, ein schönes Mädels-Glamnick. Und du hast ein bisschen was vorbereitet. Ein ganz klein wenig vorbereitet. Heute muss man, soll man rosa lieben. Als hättest du es gewusst. Ich weiß es auch nicht. Es hat mich irgendwie inspiriert. Du hast dich der Deko angepasst auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen der Deko angepasst. Wir können uns auch direkt setzen. Sehr gerne. Das Schöne beim Glamnick ist nämlich, man sitzt auch viel bequemer. Top. Du hast mir hier so einen kleinen Thron, einen kleinen Podest vorbereitet. Ich setze mich mal hier so ein bisschen tiefer. Dann können wir da nämlich herrlich drüber reden. Nee, ganz kurz wegen den Farben. Also es ist ja alles im Moment sehr in Beige und Cremetönen und so weiter. Und durch so wunderschöne Accessoires wie dieses, nein, ich habe nicht meinen Rucksack mitgebracht. Es ist ein Kühlakku in diesem Metallic-Ton. Habe ich mir gedacht, passt das natürlich sehr gut in diese Super. Ganzen Rosatönen. Und es sieht auch noch richtig schön aus. Ich sage es dir, Wahnsinn, ne? Ich bin total geflasht davon. Das ein kleiner Alleskönner. Also ich gucke schon mal rein für euch. Ja, Nadine hat ein bisschen was hier schon vorbereitet. Erzähl doch mal, Nadine, was haben wir? Was hast du dabei? Genau, also wir fangen mal direkt mit den Sachen an, wie man sowas auch am besten packt. Das ist nämlich total, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil man ist ja unterwegs mit seinem wunderschönen Ding. Und platzsparend, weil man ja nicht so viel schleppen will. Sehr, sehr platzsparend. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Da können wir nämlich direkt auf dieses wunderschöne, das nennt man Melamin. Geschirr eingehen. Ich dachte, das wäre Steingut. Ich wollte gerade sagen, erschreck dich nicht. Es ist super leicht, oder? Ist das der Wahnsinn? Das ist wirklich. Und das hat so einen richtigen Glow. Ja, sieht super aus. Passt perfekt. Das finde ich so großartig. Als ich das erste Mal im Shop war und das gesehen habe, habe ich nämlich auch gedacht, es wäre Steingut. Und dann habe ich es angefangen und ich so, wie krass ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Und was mir direkt auffällt, auch wieder zweifarbig. Ja, du hattest bei uns ja auch schon mal das Thema Mix and Match. Genau. Also auch hier muss es jetzt nicht alles so einen Einheitslook haben. Überhaupt nicht. Ich finde, die Farben sind natürlich auch sehr, sehr passend, alles sehr abgestimmt. Sind auch sehr schön zu Lebensmitteln. Ne? Ist alles so ein bisschen ruhiger ist ja alles geworden. Ne? Die Lebensmittel sind ja bunt genug. Den wollen wir auch nicht die Farbe rausnehmen. Ich habe hier irgendwas. Ne? Ja, genau. Du weißt schon ganz genau, was es ist. Das ist nämlich der Entschuldigung, Nadine. Man könnte es auch einfach, nein, es ist ein Silikonschutz. Überzieher. Ein Überzieher, ökologisch, weil viel, viel besser natürlich als Frischhaltefolie. Es ist eigentlich, Frischhaltefolie in ökologisch sozusagen. Und schön, die funktioniert auch. Wie wir nach auch. Den Wörtern suchen dabei. Ne? Man hat einfach ein Kopfkino. Das schalten wir an dieser Stelle aus. Und das kann man auch umfunktionieren. Genau, deshalb wundert dich nicht bitte oder wundert ihr euch nicht, warum ich es abgemacht habe. Das sind Kühlakkus, die natürlich an sich schon wahnsinnig schön sind, finde ich. Und wenn man jetzt dieses, ich gebe jetzt alles, kannst währenddessen mir auch was anderes erzählen. Ja, ja, ich gebe mir die größte Absolut. Mühe. Dauert gar nicht lange. Schnitt, Werbung kommt, wir sind gleich wieder für Sie da. Nadine hat ja auch immer ein paar super Lifehacks im Gepäck. Heute fürs Picknick. Und wer mich kennt, ich mag das Material eigentlich gar nicht. Also wer es jetzt sieht und mich kennt, dachte, warum packt die das denn an? Aber wenn es praktisch ist und so nützlich, man kann sich an alles gewöhnen. So. Picolöschen immer dabei. Picolöschen kann man nämlich super als Untersetzer. Ist dann ja auch gekühlt. Man hat es nicht irgendwie rumfliegen. Und rutscht fest. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Ach Nadine, deswegen liebe ich dich. Das ist herrlich, oder? Immer lernt man hier was mit dir. Wo wir schon bei praktisch sind. Ich sehe es nämlich gerade aus dem Augenwinkel. Hol mal die schönen Döschen da raus. Diese? Genau diese. Ach, guck mal hier. Oh, lecker. Das ist nämlich eine sehr, sehr coole Idee, wie ich finde. Da ist nämlich all in one. Einmal hast du die Spießchen, also die Becher sehen ja auch immer sehr, sehr nett aus, sind direkt verschlossen, hast du aber halt auch in schön, ne? Der Klassiker, ne? Tomaten, Mozzarella. Und das Tolle ist, hier ist ja schon alles so schön portioniert. Das heißt, man muss jetzt nicht hier noch groß anfangen, Sauerei zu machen und irgendwie Sachen zu bestücken. Ist auch Quatsch, ne? Also besser vorher dann da reinmachen. Da hast du was ganz cool. Guck mal, ich bin hier so ganz aufgeregt, weil wir so viele schöne Sachen total haben. Total fancyes. Und zwar Gemüsesticks. Ja. Ne? Hast du schon im Quark drin.
Kannst es auch vorher vielleicht 1-2 Stunden noch in den Gefrierer stellen, dann hast du schon mal ein bisschen angekühlt. Finde ich immer ganz logisch. Ne? Also wirklich nicht Angst haben vor so, oh, Gefrierbrand oder sowas. Nein, alles gut. Für 1-2 Stündchen kann man das dabei auf jeden Fall machen. Und dann hast du den Quark unten drin. Ne? Hier ist ja unten der Quark. Dann hast du direkt den Dip schon dran. Sehr gut. Hervorragend. Und es kühlt auch ein bisschen den Rest vielleicht, ne? Absolut. Wenn das vorher schon ein bisschen im Gefrierfach ist. Ja. Sehr, sehr schön. Also ich weiß ja, dass die Nadine ein großer Schälchen und ja, ein Dippchen-Fan ist. Ja. Dipsche sagt man hier in Hesse übrigens. Dipsche? So. Ja, Dipsche. Ach, Dipsche. Genau. Also das ist auf jeden Fall das A und O bei einem schönen Picknick. Und das Ganze geht natürlich auch in groß, ne? Das geht auch in großen Sachen. Richtig groß. Also hier eine ganz klassische, schöne Dose einfach. Ist übrigens ein Sandwich drin. Also wenn du gleich hast du auch hast, schon geschmiert? Mache ich jetzt hier extra auf, machen wir gleich, weil es gibt nicht was sehr, sehr Cooles, was ich super finde. Gar nicht so Stapeldosen, sondern das ist, total verrückt, Dose in der Dose. Aha. Und zwar, muss ich kurz nämlich vorher noch erzählen, fand ich es immer total blöd beim Picknick. Habe ich mir gesagt, auf gar keinen Fall irgendwelche Soßen mitnehmen. Oder heißt, dann kommt jemand mit der Ketchupflasche und hast alles vollgesammelt. Man denkt immer so, oh mein Gott, bitte, bitte nein. Oder ein Salat, so ein Blattsalat, der dann so siffig ist. Glückwunsch. So, jetzt gibt es aber die Dose in der Dose. Ja, und siehst du ja hier oben, ne? Hier haben wir einmal wunderschöne Früchtchen und die Haferflocken haben wir jetzt hier drin. Kannst natürlich alles Mögliche reinmachen. Das ist natürlich super. Und du kannst es dir bestimmt schon denken. Ich ahne es. Hier ist der Joghurt. Und was bei so schönen Frühstück- oder Dessert-Varianten geht natürlich auch, was hatten wir eben, was so fürchterlich matschig immer wird. Salat, genau. Und das geht natürlich hier. Aber ist ja so schön leicht bei dem Wetter, ne? Der matschige Salat wollen wir nicht. Deshalb kann man hier natürlich auch hervorragend. Das hat man einfach zwei Dressings oder eins, wie man mag. Und ein bisschen Topping. Jetzt haben wir hier Kürbiskerne. Mhm. Was immer ihr haben wollt. Und hier der schöne, frische, knackige Salat. Top. Und es ist ja auch was Leichtes, gerade bei einem Picknick. Ne? Da willst du ja auch, wenn es warm ist, gerade wie jetzt im Sommer. Wir haben hier übrigens heute wettertechnisch nicht so den Joker gezogen. Nicht deswegen wirklich, ne? Haben wir uns aber das alles sehr schön gemacht hier in so einem Gewächshaus. Und es ist mit dir überall gemütlich, Nadine. Ach. Ich mache mit dir überall ein Picknick. Herrlich. Was mir noch aufgefallen ist hier, diese süßen Einpackpapiere. Was hat es denn damit auf sich? Das ist auch was Besonderes. Ja, das sind Bienenwachstücher. Aha, das heißt ökologisch wertvoll. Genau, ökologisch wertvoll. Und sehen kann man auch alles schön mit aus. Einpacken. Die gute alte, das gute alte Butterbrotpapier, was man ja leider dann immer wieder weggeschmissen hat, oder noch schlimmer, Plastiktüten, brauchen wir halt nicht mehr. Die sind nämlich abwaschbar. Das ist halt sehr, und sehr sehen gut. Noch schön aus. Ja, die sind auch so ein bisschen, die haben so einen guten Grip, ne? Ja. Die lassen sich nämlich wirklich super schließen. Finde ich hervorragend. Und sehen auch noch hübsch aus. Hier von den Wäschern schon gerade total geflasht. Die riechen so gut. Ich wollte gerade sagen, dass du gerade keins gegessen hast, wundert mich eigentlich. Ich war kurz davor. Ne? Du kennst mich zu gut. Ja. Sehr schön. Könnte man meinen. Und Nadine, reicht doch noch mal rüber hier für Getränke. Also am liebsten natürlich wirst du ja jetzt schon, ne? Gib mir endlich das Getränk. Wenn ich dich einfach mal sehe, worauf wartet die denn? Was erzählt die denn die ganze Zeit? Schön hier zu sein. Cheers. Schön, dass du da bist, Nadine. Extra Wasser reingemacht. Extra Wasser mit, aber hier Zitrone ja, und ein bisschen Minze. Haben wir das, ein bisschen fresh. Kann man auch, hast du die gesehen hier? Die Rathahn-Überstülper nenne ich sie jetzt einfach mal kurz. Die sind halt super, also die haben halt so einen super Grip, ne? Wenn man die dann in der Hand trägt oder wenn man die hinstellt, hat man auch nicht das Gefühl, das Glas kippt gleich um. Und man kann natürlich im Nachhinein, wenn wir es jetzt ausgetrunken haben, wir auch nichts mehr trinken, machst einen Deckel ab, Strohhalm weg, kannst einen Teelicht reinmachen. Oh, das ist dann für die romantische Version unseres Picknicks, ne? Bisschen romantic time. Kann man ja auch mal als Tipp geben, so an die Männer da draußen, ne? Man kann ja die Liebste auch mal zum Beispiel zum Hochzeitstag oder so überraschen und einfach so was Schönes vorbereiten. Muss nicht immer, ne, die teuren Tickets auf irgendeine Insel sein. Kann man auch mal im Vorgarten machen. Wird schon reichen. Ist auch schön. Einfach mal kreativ sein. Einfach mal kreativ sein, liebe Männer. Und du hast aber auch hier eine super Variante für unsere Drinks, wenn es dann vielleicht mal ein Weinchen sein soll. Und die sind natürlich auch nicht kaputtbar, ne? Nicht kaputtbar, super easy, super leicht. Und dieses Schöne jetzt bei dieser ganzen Glamnik-Runde finde ich wirklich, oder was es ja so ein bisschen besonders auch macht, ist, ich weiß nicht, ob du es gerade merkst, dieses Gemütliche. Total. Es ist nicht, dass wir müssen den ganzen Tag auf einer Decke auf der Wiese sitzen, weil ich finde, irgendwann tut einem ja auch der Po dann weh. Ne? Und ich war ein bisschen unverschämt, weil ich sitze eigentlich auf dem richtig Gemütlichen. Magst du mal? So bist du. Das ist nämlich mein neuer Freund. Ist das so? Du darfst dich, ich erkläre dir auch, warum. Der Fettsack. Der Fettsack, der ist nämlich nicht nur ein super Sitzkissen einfach, was man mitnehmen kann, weil das hier hat hier an der Seite Fliegenderwechsel, so eine Schnalle. Kannst du auch noch mit wirklich zusammenklipsen, dass es richtig als Sitzsack ist. Top. Das geht auch als Luftmatratze für den See oder einen Pool. Jetzt weiß ich, warum die Nadine hier gesessen hat. Mein Gott, ist das bequem. Hast du gekriegt. Geht für den See. Kannst du mit auf den See nehmen.
Ins Wasser? Ja. Also das ist ja wirklich jetzt auch mein Highlight. Kannst du schön auf dem Wasser chillen und dann an Land ziehen und irgendwie noch den Abend ausklingen lassen. Also perfekt, ja. Ich bleibe auf jeden Fall jetzt hier sitzen, Nadine. Okay. Was ich aber jetzt von dir auch noch besser sehe oder was mir gerade ins Auge springt. Es gibt natürlich auch noch den klassischen Picknickkorb, ja, gell? Das ist auch so ein Allround-Talent. Wer ist, wie du schon gesagt hast, klassischer Marc, der ist hier natürlich sehr, sehr glücklich mit. Ne? Also das Gute ist dabei natürlich, dass schon alles festgemacht ist. Es fliegt da nicht irgendwie großartig drin rum. Geschirr, du hast einen Flaschenöffner dabei, Salz und Pfeffer. Hier ist natürlich auch nochmal eine Kühlkiste. Da ist natürlich mit drin. Alles drin. Ne? Gläser, Tellerchen hier, Pfeffer und Salz. Also schon so ein bisschen vorgepackt. Genau. Dass man sich nicht so viel Gedanken macht. Also kann man natürlich alles machen, wie man süß. Will. Kann natürlich auch beides. Hat man da sein Geschirr und Besteck und vielleicht ein paar schöne Servietten, damit man es auch nett hat. Und dann packst du die Lebensmittel einfach in die Kühlbox. Geht natürlich auch. Nadine, du bist ja nicht nur Unternehmerin, sondern auch Mama. Das ist ja der größte Job, den wir alle haben. Wie ist das so, ein Picknick mit Kindern? Da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen Entertainment einfallen lassen. Irgendwann wird es dann einfach boring. Hast du da so ein paar Tipps? Ja, also ich finde, bei so einem Picknick, das haben wir vielleicht auch so ein bisschen vergessen, dass wir sind natürlich in der Natur, also egal, ob man jetzt am Strand ist oder im Wald oder einfach im Park, dass die Natur natürlich schon wahnsinnig viel mitgibt. Also wir sind immer so, glaube ich, als Eltern auch auf diesen Fokus, okay, mein Kind muss bespaßt werden, es muss bespaßt werden. Oh, habe ich ein neues Puzzle, habe ich ein Buch, habe ich das dabei, habe ich das dabei. Die Spielzeuge liegen natürlich hier frei rum. Ob du auf der Wiese bist und einfach mit den Kindern mal eine lustige Grassuppe machst, ne? Dass man wirklich einfach mit den Sachen, wo man sich gerade befindet, einfach hauptsächlich mitspielt. Wenn man auf ganz Nummer sicher gehen möchte, finde ich, ist so ein Klassiker, kannst mit dem Ball zum Beispiel nichts falsch machen. Also Ball für ist, jede Altersgruppe ja, eigentlich, ne? Für jede Generation ist halt super, ob groß, ob klein, ob Kleinkind, Jugendlicher. Und der Hund ist auch noch begeistert. Das stimmt. Also, unser Hund der kriegt ihn dann zum Schluss, weil sonst ist überlebt. Genau. Genau. Das könnte in die Hose gehen, absolut. Und du hast noch so ein, eigentlich hast du noch zwei tolle Sachen. Ein Hack, den ich prima finde für jedes Picknick. Und vielleicht vorher nochmal was für die romantische Stimmung. Meinst du die schönen Blumen, die hier stehen? Ja, aber erst die Kerzen. Ach, erst mal. Die Blumen heben uns für das Finale auf. Ja, genau. Also das sind was ganz Wundervolles, das sind nicht einfach irgendwelche Teelichter, wie man im ersten Moment denken würde. Das ist so, kann solarbetrieben werden. Das ist natürlich super praktisch. Ne? Also sehr schön. Sehr, sehr cool. Sieht einfach sehr schön abends aus. Wie gesagt, tagsüber kann man auch ein Teelicht reinstellen. Und weil man ja wahnsinnig viel dabei hat, kann man natürlich auch da drin was transportieren. Das ist jetzt nicht ganz verheben. Es ist nicht so super schwer. Also das ist ganz leicht. Das ist echt okay. Kann man auch ein bisschen Deko reinpacken oder was auch immer. Alles, alles Mögliche. Sehr, sehr gut. Und das finde ich jetzt super für alle, die ein Picknick machen. Das finde ich ein super Tipp, sollte man auf jeden Fall beherzigen, weil am Ende schleppt man ja doch viel. Ja. Und jetzt kommt deine Vase ins Spiel. Jetzt kommt die Vase. Die Vase ist vielseitig verwendbar. Da habe ich nämlich mehrere Sachen für dich. So. Und zwar wie hier mit den Blumen. Also Blumen würde ich einfach auf dem Weg zum Picknick irgendwelche pflücken. Vielleicht nicht direkt bei der Nachbarin im Garten, sondern ein bisschen weiter weg. Aber das würde ich als ganz normalen Trinkflaschen, die man dabei hat, irgendwann sind die guten Wasserflaschen ausgetrunken. Machst du einfach die Blumen da rein. Also wirst sicherlich irgendwo Wasser finden an der Quelle oder wenn du am See bist, nimmst einfach das Seewasser. Und es sieht halt wirklich, finde ich, immer schön. Blumen sind doch immer schön. Also sei denn, du sitzt direkt in der Blumenwiese drin. Mhm. Dann brauchst du es nicht unbedingt. Und mein Mast, ich finde es so super. Musst du es dir erzählen. Ich habe auch gesagt, okay Nadine, das darfst du nicht vergessen, weil ich es so cool irgendwie finde. Wenn du nämlich die Wasserflasche zu Hause mit Wasser füllst und die einen Tag vorher in den Gefrierschrank machst, hast du quasi schon den eigenen natürlichen Kühlakku. Das ist geil und den musst du dann nicht noch extra mitschleppen. Machst ein paar Zitronen irgendwie rein und bis du dann da bist, ist es so leicht, ist noch leicht gekühlt, ist es aufgetaut, die Sachen sind alle gekühlt bis dahin. Top. Mega, oder? Das ist ein super Tipp. Ja. Und ich habe auch noch einen Tipp, ich war ja noch nicht bei so vielen Picknicks, wie heißen das? Also ich war noch nicht so oft bei einem Picknick, aber ich habe ein schönes mitgemacht am Strand und da hatten wir so einen Bollerwagen, den haben wir mitgenommen und quasi vom Auto alles dann an die Stelle zu bekommen, da war das perfekt für, weil am Ende, ich meine, du siehst ja selber, es ist ja noch viel Gedöns hier noch ein Kissen, da noch eine Schale und das war super, ja, und hat man mit einem Mal eigentlich alles vor Ort und da meckert auch keiner, ich muss nochmal zum Auto, also das kann man sich auch überlegen, einfach so ein Holzbollerwagen und man ist top ausgerüstet. Richtig, richtig gut. Ja, also Nadine, ich würde sagen,
wir bleiben jetzt noch ein bisschen. Ja, und machen uns hier so einen schönen Mädelsnachmittag. Das ist ja das Schöne, ich kriege bei dir hier immer was zu essen. Ja, du hast es ja auch mitgebracht, dann darfst du auch mitessen. Ich bin so nett. Nein, also vielen, vielen Dank, super Tipps mitgebracht, nimm dir doch auch mal hier. Ganz viel, guck mal, es sind so viele Sachen. Also ich würde sagen, man muss halt einfach wirklich mal schauen und sich dieses Wahnsinnssortiment mal angucken. Also es gibt wirklich vom Biss, wir könnten glaube ich noch eine Stunde hier drüber reden. Auf jeden Fall, du hast jetzt die Schale mit ein bisschen Glitzer drin, genau. Also gibt's Picknick auch noch mit alles Glam. In allen Varianten schaut gerne mal vorbei bei Depot Online oder in den Filialen. Da findet ihr wirklich alles für den perfekten Nachmittag mit der besten Freundin, mit den Kindern, mit dem Liebsten. Ganz viel Spaß dabei und ich freue mich jetzt auf einen schönen Nachmittag mit dir. Wo ist eigentlich das Pikolöschen? Ich hab natürlich den Klassiker. Ne? Wow. Geht auch sehr gut. Geht schon letztens 20 Jahre. Immer noch. Ich wollte nicht, weil nachher kriege ich wieder auseinander nicht. Achso. Schön, wenn's Depot ist. Der Depot Homestyle Talk. Depot-online.com